geht weiter im Text. Sekunde. So, jetzt bist du im Video. Ja, guten Tag. Rollmann Jens. Ja. Schönen Tag. Rollmann Jens, hi. Ja, wie geht's Ihnen? Toll. Ja, laut ein machen, Traum. Ne? Ich lebe einen Traum, ja. Und ich brauche diesen Mann, um dieses Auto laut zu machen. Aber bevor wir das machen, fahren wir erstmal Audi R8 jetzt. Ich bin ja vorhin schon einmal gefahren und ich weiß, wie gut er geht. Und ich weiß auch, wie krass der Unterschied ist. Und ohne Scheiß, das ist wieder eins dieser Sachen, muss ich sagen, die man als R8-Fahrer wirklich braucht. Preis-Leistung ist auch wirklich gut. Wir kommen auf echte 420, wir kommen auf eine echte Modifizierung von gut 20 PS, vielleicht sogar einen Tick drüber. Aber die PS-Zahl ist nicht der Knackpunkt. Der Knackpunkt ist der, dass das Gefühl unterm Fuß, wenn du Gas gibst, so viel besser ist. Das ist der Kracher. Du hast einfach das Gefühl, jetzt habe ich mir vorhin noch Gedanken gemacht, wie kann ich das euch besser erklären? Stell dir vor, du trittst auf einen Tetrapack. Nämlich, Tetrapack liegt auf dem Boden. Und du trittst drauf. Dieses Tetrapack ist schon auf, plus halb leer. Wenn du dann drauf trittst, dann macht das ja nur noch so. So fühlt sich es einmal im serienmäßigen R8. Und jetzt ist es so, Tetrapack zu und voll. Das Momentum, dieses Aufplatzen der Leistung ist einfach viel, viel vollmundiger. Nee, dieses Ding macht mich absolut rasend. Wieso bleibt es da nicht dran? Du Scheiße. Das Momentum, das Ding ist viel, viel vollmundiger und das Wichtigste, was man auch sofort spürt, wenn man einen R8 hat, sofort spürt, ist einfach, Vollgas ist Vollgas. Es ist nicht mehr so, dass das Teil einfach obenrum die Drosselklappen leicht zumacht. Die Drosselklappe bleibt 100% offen stehen und Vollattacke, Alarm, das Ding geht vorwärts. Und das ist wirklich wichtig. So, der Koffer ist noch ein bisschen zu kalt, wir müssen noch ein bisschen cruisen, ein bisschen labern. Preistechnisch gesehen machen wir demnächst noch einen Post. Um euch zu sagen, was das so ungefähr kostet. Aber es bringt wirklich was. Und ich bin eigentlich Anti-Sauger, aber wir werden in Zukunft noch mehr Saugmotoren machen. Weil da ist Potenzial noch drin. Da kann man noch was machen. Und deswegen machen wir das auch. Auch in Zukunft. Weil ich war ja sonst eine Zeit lang immer sehr Anti-Sauger. Jetzt nicht mehr. Saugmotoren gehen auch, aber nicht alle. Der sich hier kommen mit einem 1 Liter, was weiß ich was. Ein gewisses Potenzial muss halt da sein. 8,8 Sekunden hatten wir ja vorhin Serie. Zu zweit mit meinem süßen Topmodel Jonas. Den müsst ihr mal sehen, das ist ein hübscher Typ. Ha! Gay! Er hatte den Gesichtsausdruck. Guckt deine Freundin die Videos? Aber wir sind schon wieder an Stage 2 quasi dran. Stage 2 wird aber wirklich nur fürs Ausland sein. Das heißt nur Ausland. Man kann das auch in Deutschland fahren, aber da muss man wirklich hart im Leben sein, weil die wird laut. Die Klappenanlage für uns ist schon Weltuntergang laut, aber das wird assi laut. Ah. Ups. Dann können wir wieder im Gang bleiben und beschleunigen durch von 50 auf 150. Es geht jetzt los. Im Vergleich zu 8,8. Das ist ratten schnell. Das ist ja, diese Ergebnisse erzielt man teilweise sogar auch nur, wenn man mit einem Turbo aufgeladenen Motor fährt. Wir sind hier in einem Saugmotor. Turbo kommt später. 7,9 zu 8,8, das fühlt sich an wie ein anderes Auto. Das ist ein neues Auto. Deswegen, Leute, ihr wollt Leistung in euer 4,2 V8? Macht das. Das ist das, was ihr braucht. Also, 7,9 und das Ding ist jetzt schnell. Man kann sagen schnell. Sollen wir mal beschleunigen am Gang? Also mitreißen, nicht jetzt aus dem Drehzahlkeller. Warte, ich stelle mal irgendwas um. Ich will mal was gucken. Wir machen 0,200 mal. Das ist wirklich geil.
Ja, 15.7, 0200 für einen handgeschalteten Audi R8. So, ich gebe ab, viel Spaß noch, tschüss Leute. Stell dir vor, du trittst auf einen Tetrapack. Nämlich, Tetrapack liegt auf dem Boden.